would you like to go with others? Would you like to go with me? Habe ich es mir wieder einfach gemacht und bin auf den Beifahrersitz gegangen. Ich war schlau, ne? Also bis jetzt, sag ich mal, hatten wir wirklich viel Stau. Ja, deswegen sitze ich auch auf dem Fahrersitz. Ja, also wir haben also wirklich keine Kilometer geschafft bis jetzt. Wir fahren jetzt hier schön ins Bergige. In der Nähe von Trier sind wir schon. Schon? In der Nähe von Trier schon? Erst. Na. Aber läuft. Läuft. Ist ein bisschen kühler geworden, ist schon mal ganz gut. Mhm. Ne? Hier kann man eigentlich auch ganz gut fahren, weil du viele Bereiche hast, wo es zweispurig wird, wenn es bergauf geht. Das ist dann ganz gut. Ne? Ja, dann kannst du an den LKWs vorbeifahren und das ist ja ganz okay. Also mein Turn geht jetzt noch 75 Kilometer. Wieso dein Turn? Was ist denn dann? Dann tauschen wir. Schon wieder? Schon wieder. Du hast noch nicht einmal hier gesessen heute. Außerdem hat das Auto gerade schon gemeckert. Pause machen. Ich habe an Zeitschrank geblinzelt. Und dann meckert er und sagt, machst du bitte Pause? Du bist müde. Und das Schlimme bei dir ist, auch noch weil für Mona ist, der zeigt eine Kaffeetasse an, das geht gar nicht. Ne? Ich hatte heute echt wenig Kaffee. Ich hatte heute auf der Arbeit Kaffee und danach noch gar keinen. Und bin jetzt schon 185 Kilometer gefahren und hatte keinen Kaffee. Aber der Urlaub hat begonnen. Ja, und es ist auch das passende Wetter, um loszufahren. Ne? Also bei der Hitze freut man sich schon auf Sommer und Strand. Strand? Ja, Strand. Gibt es Strand bei uns? Ich hoffe. Oder Berge? Strand. Keine Berge? Nein. Lass uns mal überraschen. Ach, ist schön hier zu sitzen. Glaube ich dir. Gleich wird das mein Platz. Gleich in 43 Kilometer. Ja. Jetzt gucken wir erstmal, ob wir hier vorankommen und dann gucken wir mal weiter. Wir wollen heute 4 Kilometer schaffen, ne? Ja, aber wenn er jetzt schon sagt, ich bin müde, dann schaffen wir das. Ja, das stimmt, das stimmt. Wie gesagt, wir gucken, wie weit wir kommen, wann wir keinen Bock mehr haben, wann wir müde werden und dann halten wir einfach an. Say you love me, say you don't, just give me something so I can move on. Pull me closer or push me away. Let me know if we'll be okay. 'Cause I can't stand another moment of you playing with my mind. I'm so tired of never knowing, so spell it out. 'Cause I won't. Ja, wir sind durch Luxemburg gefahren. Haben im Wasser billig schnell getankt, sind genauso schnell in Luxemburg wieder raus, wie wir reingefahren sind. Meine Stimme gibt schon nach von der Klimaanlage. Und jetzt sind wir wo? Irgendwo an der Autobahn und ich hole jetzt Kaffee. In welchem Land? In Frankreich. In Frankreich. Ja, bei Bonjour gibt es jetzt erstmal ein Käffchen und... Ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal mit den Mädels Pipi machen und dann fahren wir ganz in Ruhe weiter, so weit wie wir kommen. Wir gucken mal. Wenn wir keine Lust mehr haben, halten wir an. Grüßen. Die sind heiß. Was gab's denn jetzt hier? Baguette mit Käse und Schinken drauf. Ging aber eigentlich, ne? Ja, das ist unser Abendessen. Das ist unser Abend. Die Hunde haben Pipi gemacht? Ja. Und ist schön ruhig hier. Wir haben so ein Bänkchen hier und in so einer Tanke. Ja, man kann ein bisschen Pause machen. Ist gut gefahren, ne? Ja. Bisher läuft alles super. Jetzt ein bisschen Pause. Milchkaffee war ein bisschen seriös. Weil du kein Rührstäbchen hast. Genau. Zum Rumrennen. Genau. Aber das Gute ist, wir sind mit dem Wohnmobil unterwegs. Wir haben tatsächlich Löffel in der Schublade. Aber nur zwei. Absolut gar nicht. Cause I won't stay awake till morning. I won't stay another night. If you're feeling something for me, say it now. Cause I can't wait for you forever. Das erste Ticket. Jetzt fängt das schon wieder mit der Maut an. Mhm. So. So, Lieben, jetzt legen wir noch mal ein bisschen Diesel nach. Haben jetzt hier mal eben angehalten. Betty ist schon ganz aufgeregt. Betty sagt, Papa, ich löse dich mal ab. Ich fahre jetzt mal eine Runde. Und Mona versucht gerade mit dem Automaten klarzukommen. Gasöl. Gasöl, ja. Gasöl. Also ist schon herrlich. Wir haben jetzt, was haben wir? 10 Uhr, also 22 Uhr. Luft ist jetzt super. Wir haben noch ein paar Kilometer vor uns, ne? Ja, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Kommst du klar? Warum spricht der jetzt kein Deutsch mit mir? Der spricht überhaupt nicht mit dir. Der schreibt nur mit dir. Sieht gut aus? Ich hab sie nicht verstanden. Aber ja. Ich darf jetzt für 200 € tanken. Für 200 €? Ja. Da geht doch gar nicht viel rein. Wir tanken nur nach. Das ist richtig, ne? Ja, ja, das ist richtig. Man muss ja dann 10-mal gucken. Geht? Oh. Du bist die Beste. Ich weiß noch, als wir das erste Mal in Frankreich waren, wir waren völlig überfordert mit allem. Wir tranken mit Kaffee kaufen, mit einem Foto Feuerstein. Ne? Jetzt sind wir jetzt schon das dritte Mal in Frankreich. Es wird von Mal zu Mal besser. Ne? Ja, das stimmt. Eigentlich sollte man ein bisschen die Sprache lernen, bevor man da hinfährt. Finde ich. Fang mal an. Das reicht, ne? Wir fahren jetzt weiter. Hallo und Danke sagen. Ja, stimmt. Morgen. Hunde, habt ihr gut geschlafen? Hast du gut geschlafen? Ich habe gut geschlafen. Ich schlafe aber auch immer gut. Die Frage stellt sich bei mir nicht. Was ist denn da für ein Platz hier? Ist ein bisschen unheimlich nachts. Nein, der war gut. Ja, der war gut, aber erst war er ein bisschen unheimlich. So, jetzt räumen wir nämlich hier schnell alles weg. Und dann geht's weiter, ne? Wir haben heute noch ein paar Kilometer vor uns, ne? Mhm. Ja, ganz in Ruhe. Ganz du musst hinten die Rollos noch aufziehen. Ah ja, oh. Die Leiter schon weg. Ich gehe noch einmal gucken hier. Also das ist wieder so ein Camping-Car-Parkplatz. Blende ich gleich unten drunter ein. Ja, wie gesagt, Anreise ist ja ganz einfach hier. Er macht einfach die Karte vorne ran und dann gibt ihr das ein und dann geht die Schranke auf und dann könnt ihr euch hier hinstellen. Der war gut besucht, oder? Ja, der ist immer noch. Einige sind schon weggefahren. Wir haben jetzt 9 Uhr. Ja, und jetzt geht's weiter, würde ich sagen, ne? Schön in Ruhe. Nochmal ein paar Liter Diesel reinschmeißen. Hier in Frankreich ist der Sprit ja wieder teurer als in Spanien. Ich habe gerade schon ein bisschen die Frontscheibe sauber gemacht, da müssen wir ja nochmal spritzen. Also gestern war ja wirklich, ich habe die ganze Schnute schon ein bisschen sauber gemacht. Gestern waren wir den Mückentöter. Krass. Der hat immer gescheppert. Mega laut war das. Was war laut? Die Mücken gestern Nacht. Wie die auf unser Auto geflogen sind, ja. Die waren laut. Die waren laut, ne? Ich habe schon gedacht, hier im Camping-Car-Parkplatz war das wieder, ne? Ja, also das ist mit der Karte hier in Frankreich echt super. Muss ich wirklich sagen. Das ist einfach, du kannst draufkommen, wann du willst. Es gibt keine Zeiten. Wir kamen jetzt die Nacht, glaube ich, so gegen 2. Viertel vor 2 hier an. Das ist, also diese, wir hätten sie fast vergessen, die Karte, weil sie im Fred lag. Auf den letzten Drücker haben wir gedacht, wir brauchen unsere Karte noch. Aber du hättest ja eine neue holen können, ja, ist ja nicht das Problem. Aber da muss man wieder 5 Euro bezahlen. Ja, weiter geht's. Da wartet auf so einer Reise immer ein Morgen mit Tanken. Immer tanken, tanken. Ja, wobei ich sagen muss, ich finde diese Tankautomaten hier echt gut. Ja? Ja, ich finde das gar nicht so schlecht, du. Lass uns mal da reingehen und gucken, was zu essen gibt. Traue ich mich das alleine? Na klar. Nein. Kamst du auch alleine klar? Nee, du warst ja bei mir. Was hast du genommen? Dasselbe wie ich bestimmt, ne? Nein, ich habe Chicken Panini genommen mit Käse. Das ist nur Käse. Okay. Chicken drauf. Hier an der Tankstelle ist voll die mega geile Bäckerei, ne? Und der Mann, den kannst du beim Backen, also beim Kneten und Machen und Tun zugucken. Das ist ganz lustig. Gefällt dir? Ja, fand ich jetzt ganz gut. Die Frau war ganz nett. Schönes Frühstück. Bevor wir frühstücken können, müssen wir erst noch mal schnell Maut zahlen. Das Beispiel eines Unfalls, ne? Ja. Aber der ist immer bekannt, wenn man hierher fährt. Da schaut man immer hin. You just have your ways to get me high. You make all my dreams come true. It feels right when I'm around you. Guten Morgen, schöne Welt. Ja, wir haben gestern nichts mehr gefilmt. Weil die Fahrt war schon ein bisschen nervig gestern, ne? Also, wir waren alle genervt. Also der Stau war wieder doof, ne? Immer wieder Stau, 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 Stau. Mhm. Wir haben keine Kilometer geschafft. Und was war bei dir gestern Abend los? Ja, gestern Abend nicht. Nachmittag. Also das fing schon vormittags an, ne? Ja. Wo wir dann gewechselt haben und du gefahren bist auch schon, ne? Ja. Ja, so ist das. Damit muss man jeden Tag rechnen, ne? Ja. Ein echt heftiger Migräneanfall hat dich gestern Mittag erwischt. Ja, dann bist du erstmal kalt duschen gegangen und danach ging es dann wieder. Dann hast du dann war es auch okay, ja. Aber wie gesagt, der Morgen bis zum Nachmittag war schon echt scheiße für mich. Ja, ja, war richtig. Wir sind jetzt hier in, wo sind wir hier gelandet? Tarragona. Kurz vor Tarragona? Nee, in Tarragona, das gehört schon zu Tarragona. Das gehört schon zu Tarragona? Ja, aber Tarragona City ist da vorne. Ja. Ja. Schöner großer Platz. Der ist riesig. Na, aber der ist riesig. Der ist nicht so groß wie jetzt Marina oder Lido, aber der ist schon groß, aber ja. Der ist schon, also hätte ich gar nicht gedacht, dass der so riesig ist hier. Ja. Wir haben uns hier so eine kleine Burg gebaut. Klein. Kleine Burg. Wir haben hier, ja, großen Zaun. Die Mütze ist auch da. Moin Mütze. Moin. Und jetzt gucken wir mal, was wir heute hier machen. Ne? Also gestern war schon gut, wir haben gestern noch, ich musste auch noch einkaufen gehen. Ne? Ja. So schlecht wie es mir ging, bin ich dann noch einkaufen gegangen mit Nicole. Wir haben aber leckere Sachen gekauft, ihr habt Spaß gehabt, ne? Ja, wir haben gestern Abend schon lecker gegrillt hier. Ja. Wir haben für nachher noch eine Wassermelone. Außer das Eis, was ihr gekauft habt, das war echt schlecht. Mhm. Ich dachte, das wäre ein anderes Eis. Ja. Ja. Nicht denken. Nicht denken. Ja, dann gucken wir hier mal. Also die Plätze sind relativ groß. Mhm. Wir wollten gerne da vorne in den Sand, da haben sie uns aber gesagt, ja, wären die Autos zu schwer für. Obwohl ich das nicht glaube, das wäre bestimmt gegangen. Aber wir werden mal schauen. Jetzt sind wir erstmal hier. Was wir heute machen, schauen wir mal, ne? Geschlafen habe ich gut. Ich auch, wie ein Stein. Es war nicht so heiß, obwohl die Sonne hier wirklich auf dem Geröller mal drauf stand, die letzten Stunden vorm Sonnenuntergang. Ja. War wirklich okay. Max waren an. Also ich habe, ganz ehrlich, was habe ich zu dir gesagt, als wir ins Bett gegangen sind? Ist ein bisschen zügig hier drin. Ein bisschen zügig hier drin, ja. Oh, brauchte ich meine Bettdecke bis hier oben. Ja. Hast du schon gezeigt, dass wir den lustigsten Baum aller Zeiten hier stehen haben? Der sieht aus wie eine Krake, ne? Wie so ein Oktopus. Mhm. Stimmt, da. Der ist echt witzig. Da draußen liegen ganz viele Schiffe auf Reede. Ja, Tanker. Tanker. Ich habe schon nachgeguckt, ne? Ich als Nordmädchen, was gar keins ist, musste direkt Marine-Traffic gucken und habe gesehen, das sind alle Tanker, die da stehen. Mhm. Ja, die Hunde sollten eigentlich fressen, die Hunde wollen aber nicht fressen, ne? Ne, dann kann ich sie auch wieder rauslassen. Ne? Ja. Die toben hier nämlich eigentlich schon den ganzen Morgen. Aber wer nicht fressen will, der hat schon. Richtig. Die fühlen sich hier sauwohl. Sauwohl. Die haben richtig Spaß. So soll es sein. Und? War eine gute Idee, die Couch mitzunehmen? Ja. Anstatt die beiden Hundestühle, ne? Weil die Couch können wir beide nämlich auch noch nutzen. Nee, aber gestern Abend waren da echt, da lag Emmy, da in der Mitte lag Betty, an der Seite lag Wilmer. Das war schon gut. Alle drei Hunde hatten total Spaß auf dieser Couch gestern Abend. Und ganz ehrlich, ich habe mich da gestern auch mal reingelegt, die ist saubequem. Das geht, ne? Die ist saubequem, ja, alles gut. Machen wir jetzt Frühstück? Ja, und danach gehe ich duschen. Oder gehe ich erst duschen? Weiß nicht. Ich glaube, ich gehe erst duschen. Gut. Ja, ihr Lieben, das passiert, wenn der Holger mit der Betty alleine weggeht. Wo ist die Betty? Du weinst die ganze Zeit. Jetzt weint sie nicht mehr, weil die Kamera an ist, ne? Die Betty kommt wieder. Die Betty kommt wieder. Sie ist nicht abgehauen. Nein, sie kommt wieder. Wirklich. Versprochen. Versprochen. Kannst du dich denn hier völlig in die Sonne fläzen? Das geht. Warum hast du denn die seriöse Brille auf? Weil ich gerade ein bisschen Instagram beantworte. Okay. Und, also ich bin echt froh, dass wir hier unter den Südapinien stehen. Obwohl, auch wenn die harzen ohne Ende, aber ja, in der Sonne geht gar nicht. Genau. In der Sonne geht gar nicht. Genau. Nee. Und liegt voll drin. Ja, du. Liegst voll drin. Ja. Meinst du, die Kackschätze werden noch dunkel? Vielleicht. Ich hoffe, dass sie nicht rot werden. Ich bin ganz dick eingecremt. Zwar nicht so dick wie der Micha. Der Micha ist jetzt nur Jimmy Glitchy. Jimmy Glitchy, genau. Ja. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Ja, wir haben ein bisschen Melone aufgeschnitten. Hm? Mm. Mm. Serrano-Schinken? Mm. Na, Jimmy Glitchy, geht's dir gut? Ja, sehr gut. Hier im Schatten ist gut, ne? Kann man aushalten. Und wenn ein bisschen kühler wird, dann drehen wir eine kleine Tour mit dem Fahrrad, ne? Auch sagen. Ja. Aber noch erstmal Siesta. So, wir sind jetzt mal am Strand gegangen hier. Wellen sind cool. Mona hat Spaß da hinten drin. Ja, der Strand, wie gesagt, ist relativ leer. Wirklich schön angelegt da hinten mit dem Wäldchen. Finde ich total cool. Da liegen Schiffe auf Rede. Und da hinten ist Tarragona. Und da werden wir heute Abend mal hinfahren. Da werden wir mal schauen mit dem Fahrrad. Und gucken dann mal, was da so los ist und was es da so gibt. Wenn Mona mal wieder aus dem Wasser rauskommt. Denn sei die bleibt da mal drin. Ne? Kann natürlich auch sein. Ne? Wie siehst du denn aus, Wilma? Wilma, wie siehst du aus? Warum bist du so sandig? Gehen wir mal wieder zurück zum Platz. Hier ist es angenehmer für mich im Schatten, obwohl jetzt die Sonne natürlich rumkommt. Aber hier ist besser. Kleine Fahrradtour. Die erste mit den neuen Fahrrädern. Ich bin aufgeregt. Meinst du, das klappt? Ja. Wird schon irgendwie gehen, ne? Die fahren ja so nicht schlecht. Also ich kann euch jetzt schon mal sagen, ich finde die Hundekörbe irgendwie gut. Da kamen die jetzt ein paar Kinder entgegengefahren, da war schon gefährlich. Ne? Die gucken einfach nur nach unten, ne? Und fummeln irgendwo dran rum. Und fahren und fahren und fahren. Keiner guckt nach oben. Oh, hier ist der Pool. Hier ist der Pool. Hier ist das Café, was aber momentan zu ist, wegen Umbau. Ja. Sieht aber so auch nicht schlecht aus. Wie so eine kleine Fußgängerzone haben sie hier gemacht, ne? Aquapark. Oh. Angekommen in Tarragona? Ja. Haben wir einen Platz gefunden? Ne? Ja, das Straße entlang, das war natürlich ein bisschen doof. Ne? Aber das war schneller, als ich gedacht habe. Das war nicht so lang. Wenn wir hier richtig sind. Also in der Mitte ist so ein richtiger Mittelweg. Und dann habt ihr hier einen riesigen breiten Bürgersteigchen, auf der Gegenseite einen etwas schmaleren. Laufen wir jetzt erstmal runter und gucken mal, was hier so gibt. Mona will bestimmt wieder ein bisschen shoppen, oder? Gucken. Wie fanden die Hunde das mit der ersten Tour? Also die Wilma war in diesem Fahrradkorb tatsächlich entspannter. Warum? Als in unserem Fahrradkorb, weil sie sich da hingelegt hat. Mhm. Sie hat sich hingelegt, weil sie während des Liegens immer noch rausgucken konnte. Ja. Das kann sie in unserem nicht und deswegen legt sie sich bei uns auch nicht. Okay. Und wo bist du? Hier. Da war sie jetzt echt entspannt. Ja. Total. Ja. Ja, wie gesagt, das Fahrrad war okay. Meins ist reparaturbedürftig oder was ist das? Ich weiß nicht, deins macht Geräusche. Das macht Geräusche? Ja. Philipp, das macht Geräusche. Wir müssen da gleich mal gucken, dem auf den Grund gehen oder morgen ganz in Ruhe, ja, wo dieses Geräusch herkommt. Ja, kann ja nichts Wildes sein, ne? Nee, vielleicht ist einfach dein Riemen staubig, weil wir leben da ja im Staub, da musst du den mit Wasser einmal sauber machen. Hat er gesagt? Der Philipp hat gesagt, den Riemen kann man mit Wasser abspritzen, wenn es dreckig ist. Der ist aber gar nicht dreckig. Ja, aber vielleicht ist er staubig und deswegen quietscht da was. Das ist hier schön mit den kleinen Cafés überall auf den Bürgersteigen, das finde ich schon cool. Ja. Ja. Es ist jetzt auch schon recht spät, ne? Mhm. Ich weiß gar nicht, 6 Uhr oder halb 7. Mhm. Heute Mittag in der Hitze hätten wir das nicht ausgehalten, hier hinzufahren. Das wäre nicht gegangen. Jetzt ist es entspannter. Headed for bruising, watching out for number one. You gotta slow down, look around you, son. Today is just a day. Hunde, Trinkpause. Trinkpause für die Hunde. Betty. Also hier im Schatten ist gut, aber in der Sonne ist immer noch extrem warm und wir haben schon wirklich spät, ne? Ja, also wie gesagt, wir hätten das heute Mittag nicht machen können. Nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Wir werden jetzt mal wieder die Straße hier hochlaufen. Wenn wir lieber erst mal bergauf gelaufen, dann bergab. Jetzt müssen wir wieder berghoch. Und, Leute, ich hab Hunger. Damit wartest du jetzt einen Moment, ob du willst oder nein. Es fängt nicht schon wieder an mit deinem Hunger. Nein, die Geschäfte hier schließen gleich. Wir wollen noch ein bisschen was gucken und dann kannst du... Du willst was kaufen? Wir wollen nicht gucken, du willst was kaufen. Gucken, ich brauche eine Powerbank für meine Lichterkette. Habe ich nicht bedacht, dass sie mit USB betrieben wird. Nee, ne? Nö. Nö. Und jetzt brauche ich eine Lichterkette, also eine Powerbank für meine Lichterkette. Also ab ins Aleop? Ab ins Aleop, genau. Möchtest du ein paar Blumen mitnehmen? Hä? Ein paar Blumen? Nee, ich will keine Blumen. Aber du wolltest mir da oben die Elektrik zeigen? Genau, ich bin von der Verkabelung, dass das genehmigt wird. Da bin ich ja richtig deutsch, ne? Also aber tut so mir leid. Ne? Ja. Wo sind wir jetzt? Ach, am Anfang Ende von dieser langen Straße? Genau. Und da stehen die Tanker alle auf Rede. Die können wir von unserem Campingplatz aus sehen. Da stehen sie alle. Oh, das ist aber hoch. Hui, 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 hui. Das ist richtig hoch. Hui. Respekt. Guck mal, da ist das Stadtwappen drin. Du sagst einfach mal was, ne? Das ist das Stadtwappen, ne? Ja, bin ich mir fast sicher. Aber da hinten ist viel Industrie. Ja, sieht aus, als wäre ein Hafen, ne? Mhm. Da ein Sportboothafen und da hinten ein richtiger Hafen. Und da können wir da noch mal hinlaufen. Die ganzen Tanker, die auf Rede liegen, ne? Ja. Die sind alle leer. Guck mal, die gucken alle weit aus dem Wasser. Die sind alle leer. Vielleicht werden die alle, ne, da hinten sind ein paar tiefer. Aber hinter dieser Bucht hier hinten sehen wir dann eben unseren Platz, ne? Ja. Das ist schön hier. Ach, Tarragona ist schon... Boah, Tarragona ist riesig. Ich bin ja jedes Mal fasziniert, wenn ich eine Palme sehe, ne? Ja, echt schön hier. What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no war. birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who... Nettes gefunden hier. Was habe ich? Was Nettes gefunden hier. Was Nettes? Hier riecht es gut, ne? Leder, ne? Hier riecht es gut, ja. Aber hier laufen auch viele gut riechende Menschen durch die Stadt. Sind es hier in der Altstadt? Ja. Sieht echt cool aus hier. Restaurant haben wir noch nicht gefunden. Kommt da hin. Doch, es waren welche, aber die waren noch nicht so interessant, ne? Nee. Noch nicht das, was wir essen wollen. Aber hier in den Straßen ist noch wärmer wieder, ne? Ach, yes. Kriegst du Schweißausbrüche hier. Und das gefällt dir, aber du bist nicht Frau Wikipedia, du weißt nicht, was es ist, ne? Aber es sieht gut aus, ne? Sieht echt gut aus. Die Treppen noch mal hochlaufen. Schaffst du das noch mit deinem Hunger? Ich weiß nicht. Oh, guck mal, hier ist ein schönes Restaurant. Können wir uns da hinsetzen? Wer ist das denn? Ey. Ey, Essen hier. Ja. Was haben wir hier? Tja, Chicken. Chicken am Spieß. Ja, schick ist das ja, ne? Oder? Wie wir das jetzt essen, bin ich ja mal gespannt. Der Micha hat das gerade noch beim Nachbarn gesehen und sagt, hoffentlich habe ich das nicht bestellt. Das geht nicht gut, wenn ich das essen muss. Aber Tomate ist oben da. Guck mal, alles gut. Ja, super. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus? Richtig gut aus. Okay. Ja, okay. Burger. Und was sind das für Rippen? Das sind kleine Pommes. Okay. Mikropommes. Ja, guten Appetit, ne? Oh. Eins muss ich ja sagen, für einen Freitagabend, die Kulisse hier und so mitten in der Stadt ist schon echt Atmenraum, würde ich sagen. Hier ist so ein großer Platz mit den ganzen Restaurants. Unglaublich. Und das finde ich schon echt cool. Ich finde es auch schön hier. Alles ist schön beleuchtet. Ja. Schon echt schön. Coole Geschichte. Ja, mal ganz anders irgendwie, ne? Ja. Gefällt mir aber gut. Jetzt fahren wir mit den Fahrrädern wieder zurück zum Platz. Ja. Und dann ist für heute Feierabend. Ja. Also wenn ihr auf dem Platz seid, besucht auf jeden Fall Tarragona. Ist auf jeden Fall eine Reise wert. Ja, in diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ende Gelände. Ende Gelände. Tschüss.